Der radikale Islam gehört nicht zu Deutschland. Das sagt Sarah Wagenknecht in ihrer neuesten Wochenbotschaft auf ihrem Kanal. Sie bezieht sich damit auf das Attentat auf Michael Stürzenberger, wo traurigerweise der Polizist, der Stürzenberger versucht hat zu beschützen, ums Leben gekommen ist mittlerweile. Stürzenberger hat das Attentat glücklicherweise überlebt, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Stürzenberger ist ein Islamkritiker, ein relativ bekannter, ein relativ streitbarer, und der wurde von einem radikalen Islamisten mit einem Messer angegriffen. Ja, und die genauen Hintergründe dieses sehr tragischen Angriffs, die wird Sarah Wagenknecht in dieser Botschaft hier mal kurz für uns zusammenfassen. Und politische Maßnahmen, die jetzt zu ergreifen sind, die wird sie dann auch im Folgenden ansprechen. Vorsitzende der Gruppe BSW im Deutschen Bundestag. Ja, ich begrüße Sie auch herzlich zu unserem Pressestatement. Und ich möchte als erstes etwas sagen zu der furchtbaren Tat von Mannheim, die ja sehr, sehr viele Menschen in unserem Land erschüttert. Und ich muss sagen, auch mich stimmt der Tod des mutigen Polizisten traurig und wütend. Ja, das Attentat bewegt uns natürlich auch deshalb, weil es sich einreiht in eine ganze Reihe massiv angestiegener Gewaltdelikte durch Täter nicht deutscher Herkunft. Die Statistiken sind ja schon vor einiger Zeit publiziert worden und Täter nicht deutscher Herkunft vielfach eben auch mit islamistischem Hintergrund. Als Reaktion der Politik gibt es jetzt vielfach ritualisierte Bestürzung. Da wird wieder einmal der Rechtsstaat beschworen, harte Strafen gefordert, über Abschiebung diskutiert. Also über lauter Dinge, die eigentlich in einem funktionierenden Staat selbstverständlich sein sollten, es aber eben in Deutschland nicht sind. Und das empört viele Menschen zu Recht. Und ich finde, es ist jetzt wirklich mal an der Zeit, dass nicht immer nur, wenn solche schrecklichen Dinge geschehen, Politiker vor Kameras sagen, wir müssen jetzt was tun und ihre Empörung kundtun, sondern tatsächlich Maßnahmen eingeleitet werden, die da einen Riegel vorschieben. Weil natürlich darf diese Tat nicht genutzt werden, um jetzt pauschal Zuwanderer unter Generalverdacht zu stellen, auch nicht um Moslems unter Generalverdacht zu stellen. Es gibt sehr, sehr viele gut integrierte Zuwanderer, die ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft geworden sind. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, es gibt in Deutschland ein ernstes Problem mit gescheiterter Integration. Es gibt sich verfestigende islamistische Parallelgesellschaften. Ich erinnere daran, dass vor einiger Zeit eine Studie in Niedersachsen veröffentlicht wurde, wo man 15-jährige Schüler befragt hat und wo bei den muslimischen Schülern das Ergebnis herausgekommen ist, dass 2/3 gesagt haben, für sie sind die Gesetze des Koran wichtiger als die deutschen Gesetze, und etwa die Hälfte hat sich einen islamistischen Gottesstaat gewünscht. Das ist eine Studie von ein Stimmungsbild junger Menschen in Deutschland, und ich finde, das sollte uns schon erschrecken. Und es muss hier dringend etwas geschehen. Und selbstverständlich hat das Problem sich durch die unkontrollierte Migration in den letzten Jahren weiter zugespitzt. Der Täter von Mannheim lebte bereits seit 10 Jahren in Deutschland, das ist richtig. Er lebte hier, obwohl sein Asylgesuch abgelehnt worden ist. Er ist also in seiner Heimat in Afghanistan weder verfolgt noch bedroht gewesen. Trotzdem hat er hier 10 Jahre lang Leistungen erhalten. Das heißt, Deutschland hat faktisch seine Radikalisierung mit staatlichem Geld alimentiert und finanziert. Und ich finde, Ja, warum sind Abschiebungen nach Afghanistan so kompliziert? Wagenknecht wird vielleicht gleich noch darauf eingehen. Deutschland erkennt die in Afghanistan herrschenden Taliban als legitime Regierung an. Entsprechend kann man mit ihnen bei Abschiebungen auch nicht zusammenarbeiten. Das ist eine Riesendummheit. Natürlich sollten wir die Taliban sofort als herrschende Regierung in Afghanistan anerkennen. Dann können wir auch mit ihnen zusammenarbeiten und dort afghanische Staatsbürger wieder hin zurückschicken, die eben keinen Anspruch auf Asyl haben. Alles andere wäre ja auch vollkommen absurd. Afghanistan herrscht Frieden, seitdem sich die westlichen Besatzungstruppen zurückgezogen haben, und entsprechend können wir da auch Leute hin wieder abschieben, die eben keinen Anspruch auf Asyl haben. Der Tatbestand zeigt,
dass unser gegenwärtiges Asylsystem nicht funktioniert, wo im Grunde jeder nach Deutschland kommt, der halbwegs den Begriff Asyl aussprechen kann und wo es keine Instrumente gibt, diejenigen wieder loszuwerden, die nicht schutzbedürftig sind, sondern die unser System ausnutzen und am Ende teilweise sogar zu einer Gefahr für die Allgemeinheit werden. Wir brauchen jetzt eine Kehrtwende in der Asyl- und Migrationspolitik. Mannheim zeigt, dass Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen oder in Drittstaaten dringend notwendig sind, auch um unser Land zu schützen, um die Menschen hier zu schützen. Wer illegal einreist, kann nicht hierbleiben und Leistungen beziehen. Wer straffällig wird oder wer Hass gegen unsere Kultur und die Mehrheitsgesellschaft schürt, der muss auch konsequent ausgewiesen werden. Und wenn ich die Debatte verfolge, warum Abschiebungen nach Afghanistan nicht möglich sein sollen. Selbstverständlich, wer von den Taliban verfolgt wird, wer dort bedroht wird. Und das betrifft ja zum Beispiel auch Menschen, die damals mit Deutschen, mit den Bundeswehrsoldaten zusammengearbeitet haben, mit der Bundeswehr. Der muss in Deutschland Schutz bekommen. Aber wer in Afghanistan gar nicht gefährdet ist, wer womöglich selbst ein Islamist ist, weshalb soll es da keine Möglichkeit der Abschiebung gehen? Wir halten das für eine wirklich absurde Debatte. Selbstverständlich muss das... Ja. Das Ding ist, bis 2021 herrschte in Afghanistan Krieg. Warum war Deutschland mit dran schuld? Deutschland hat sich ja an der westlichen Besatzung dieses Landes, wo völlig korrupte Regime sich durch Wahlfälschung und Korruption an der Macht gehalten haben. Aber nach Abzug der westlichen Besatzungstruppen gibt es in Afghanistan jetzt wieder eine souveräne, im ganzen Land respektierte Regierung, nämlich die Taliban, und die muss man jetzt nur noch anerkennen, dann kann man da auch wieder Leute hin abschieben. Da kann man auch Handel mit Afghanistan treiben. Also das ist ja eine völlige Idiotie, dass wir uns keinen Zugriff auf die afghanischen Rohstoffe sichern. Also das ist ja eigentlich ein rohstoffreiches Land. Theoretisch könnten wir da jetzt wieder einen Fuß in die Tür bekommen, wenn wir wollten. Die deutsche Politik müsste nur den Mut haben, sich von den USA zu emanzipieren. Die USA wollen nämlich die afghanische Regierung nicht anerkennen. Erstmal wollen sie die Taliban bestrafen dafür, dass sie es gewagt haben, dort ein proamerikanisches Marionettenregime zu stürzen. Und zum anderen haben die USA sich afghanische Vermögen im Wert von 7 Milliarden Dollar geklaut. Und wenn sie die Taliban jetzt wieder anerkennen würden, dann müssten sie diese 7 Milliarden Dollar ja zurückgeben. Und das wollen die USA natürlich unter keinen Umständen. Das möglich sein, weil das Asylrecht ist für Menschen da, die verfolgt werden und Schutz brauchen und nicht für Menschen, die hier... Weil ich es gerade im Chat lese. Also Deutschland überweist Geld nach Afghanistan, aber es landet nicht bei den Taliban, das landet bei westlichen NGOs. Deutschland will da einen Fuß in der Tür haben, will sich nicht die Hände schmutzig machen, mit den Taliban kooperieren, sondern man hat da westliche NGOs, die natürlich mit den Taliban zusammenarbeiten müssen, sonst könnten sie in Afghanistan ja gar nicht mehr aktiv sein, aber man will dann einen Fuß in der Tür haben. Und Afghanistan ist halt so isoliert und runtergewirtschaftet, dass die Taliban dann nicht alle NGOs rausschmeißen können, und entsprechend akzeptieren sie das mehr oder weniger zähneknirschend. Also das sind die Gelder, die da nach Afghanistan gehen. Die werden nicht direkt an die Taliban gezahlt. Herkommen und hier andere Menschen gefährden und bedrohen. Und es braucht, wie gesagt, unbedingt einen Stopp der unkontrollierten Migration, weil sie das Problem vergrößert mit jedem Jahr, mit jedem Monat, in dem es weitergeht. Ich möchte als zweites Thema eines aufgreifen, das auch sehr, sehr viele Menschen jetzt natürlich nicht nur bewegt, sondern viele Bürgerinnen und Bürger ja wirklich ganz persönlich auch betrifft, und zwar dramatisch. Menschen haben in den Fluten ihr Hab und Gut verloren, ihre Häuser sind zerstört worden, es haben sogar Menschen ihr Leben verloren. Und andere helfen dort jetzt seit Tagen in den Gebieten selbstlos. Ich denke, ihnen gehört unser allergrößter Dank. Aber man muss natürlich auch sagen, den Betroffenen nützen jetzt nichts Fotos von Politikern in Gummistiefeln, die in die Flutgebiete fahren, sondern was die Menschen vor allem brauchen, ist unbürokratische Hilfe, ist Unterstützung in einer sehr, sehr schwierigen Situation, wo viele auch keine Versicherungen haben, die ihnen irgendeinen Ausgleich bieten. Und wir haben es im Ahrtal damals erlebt, auch da sind die Politiker alle hingereist, auch da gab es viele Fotos in Gummistiefeln, und danach sind die Hilfen sehr, sehr schnell verebbt. Bis heute haben viele bei weitem nicht eine Entschädigung erhalten für das, was sie verloren haben. Das darf sich hier an keinem Fall so wiederholen. Und
Ja, man muss sagen, in Bayern zumindest trägt die Landesregierung eine Mitverantwortung für das, was geschehen ist. Vor 6 Jahren hat Bayern den Hochwasserschutz beschnitten. Ein Jahr später wurden die Hilfen für Schäden durch Naturkatastrophen gekürzt. Ich erinnere daran, in der Welt gab es im Dezember 2018 folgende Überschrift: Bayerns Regierung streicht Hochwasserschutz zusammen. Und 2019 wurden dann auch Hilfen bei Schäden von Naturkatastrophen gestrichen. Das heißt, ja, natürlich hat Markus Söder keinen Einfluss auf das Wetter. Aber die genannten Entscheidungen fallen in seine Verantwortung. Und die genannten Entscheidungen sind auch mitverantwortlich dafür, dass das Drama jetzt so groß ist und dass viele Menschen derart geschädigt wurden. Und statt weiterer Kürzungen im Bereich Hochwasser- oder Katastrophenschutz brauchen wir, das muss man ganz klar sagen, mehr staatlich organisierte Vorsorge. Auch in der ganzen Debatte über Klimaschutz muss man daran erinnern, ja, wir sind auch für eine vernünftige Politik des Klimaschutzes. Wir sind dafür, dass unsere Wirtschaft nicht die Umwelt zerstört und natürlich auch perspektivisch etwas getan werden muss in Richtung CO2-Neutralität. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, mehr E-Autos und Wärmepumpen in Deutschland hätten das Desaster jetzt nicht verhindert. Allerdings mehr Dämme und Schutzmaßnahmen, eine zumindest teilweise Entsiegelung des Bodens oder aber die Aufforstung von Wäldern, das wären echte Maßnahmen gewesen, die dieses Unheil hätten vielleicht nicht verhindern, aber zumindest deutlich begrenzen können. Und da frage ich mich schon, wieso passiert das nicht? Wieso wird dafür kein Geld bereitgestellt? Es ist seit langem bekannt, dass die Gefahr auch von Hochwasser, von Katastrophen sehr wohl jetzt auch gestiegen ist. Und insoweit muss man klar sagen, statt das Land mit viel Geld auf das Führen von Kriegen vorzubereiten, sollten wir lieber Mittel investieren, um Unwettern und Katastrophen in Zukunft besser gewappnet zu sein. Als drittes Thema, das glaube ich auch viele. Ja, bei der Renaturierung von Flussläufen zum Beispiel, das ist sicherlich eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme. Das Problem ist ja, dass auf diesen Flächen Landwirtschaft betrieben wird. Häufig auch keine intensive Landwirtschaft, sondern da sind vor allem bei kleinen Flüssen, Wiesen, die beispielsweise gemäht werden. Und wenn man das renaturieren würde, dann könnte man dort wesentlich kleinere Flächen bewirtschaften oder man müsste die Flächen dort anders bewirtschaften oder könnte sie gar nicht mehr bewirtschaften. Und diese Verluste, die müsste halt irgendwer tragen. Und die einzig praktikable Lösung, die ich sehe, ist, dass die Bundesregierung, nicht die Länder, die haben kein Geld, nicht die Gemeinden, die haben erst recht kein Geld, sondern die Bundesregierung oder von mir aus auch die EU, ist jetzt egal, welche obere Ebene das macht, auf jeden Fall Ebenen, die eben die finanziellen Mittel haben, dass die den Landwirten die Flächen abkaufen und so eine Renaturierung der Flussläufe ermöglichen. Und inwieweit man die dann noch bewirtschaften kann oder nicht, das wird man dann jedem Einzelfall sehen. Das ist von Flusslauf zu Flusslauf unterschiedlich. Aber ja, da müsste die zentrale Ebene eben Geld in die Hand nehmen. Das ist nichts, was man auf die Gemeinden oder die Bundesländer abwälzen kann. Viele Menschen bewegt und uns auch sehr, sehr umtreibt. Das dritte Thema möchte ich den Kurswechsel der Bundesregierung in der Ukraine-Politik ansprechen. Der Bundeskanzler hat ja lange Zeit davor gewarnt, dass sich der Ukraine-Krieg zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO ausweiten könnte. Und er hat nicht zuletzt mit diesem Argument begründet, warum er es nicht zulassen wird, dass mit deutschen Waffen auch auf russisches Territorium geschossen wird, dass deutsche Waffen auch genutzt werden, um russische Positionen in Russland anzugreifen. Auf einmal, ohne große Erklärung, ohne große Erläuterung, noch nicht einmal, indem er persönlich vor die Presse gegangen ist, sondern durch seinen Regierungssprecher verkündet, kippt der Kanzler diese elementare Position über den Haufen. Ich finde, das ist wirklich etwas, das macht mir Angst und ich denke, das macht vielen Menschen in Deutschland Angst. Und es setzt sich damit eben etwas fort, was wir jetzt seit 2 Jahren Ukraine-Krieg erleben, eine rote Linie nach der nächsten wird überschritten. Und da lese ich teilweise in der Presse Artikel oder es gab auch Politiker, die sich so geäußert haben mit einem leichten jubilierenden Unterton, so ungefähr, seht her, jetzt ist auch diese rote Linie überschritten und es ist doch noch keine Atombombe gefallen, die russischen Drohungen, die seien doch gar nicht ernst zu nehmen. Ehrlich gesagt, so eine Argumentation finde ich über alle Maßen zynisch.
weil das erinnert mich. Vollkommen irre. Also nach der Logik könnte man jetzt auch, wie so einige Politiker schon fordern, Ziele in Russland angreifen. Gesagt hat, sprengt doch da mal ein Ministerium in die Luft mit deutschen Waffen. Also wir müssen den Krieg nach Russland tragen. Russland wird schon so rational sein und da nicht entsprechend antworten. Ja, war Bonspiel mit dem Atomkrieg, hat Dirk Pohlmann das genannt. Und ja, es ist wirklich russisch Roulette mit dem Überleben der menschlichen Zivilisation. Was soll man dazu sagen? Um leichte militärische Vorteile in der Ukraine zu haben. Also ob jetzt mit deutschen Waffen da ein russisches Ziel mehr angegriffen wird, zerstört wird oder nicht, das wird diesen Krieg nicht ändern. Also das haben auch die deutschen Offiziere bestätigt, selbst wenn man jetzt strategisch wichtige Ziele wie die Krimbrücke wegsprengen würde. Es würde den Kriegsverlauf in der Ukraine nicht groß ändern. Das ist Konsens. Also die Ukraine, die ist aktuell auf der Verliererstraße und daran werden auch Angriffe tief in russisches Gebiet hinein nichts ändern. Man wird Russland so ein bisschen Schaden zufügen, aber ja. Alleine, also mal abgesehen davon, dass es eh irre ist, so einfach mit dem Atomkrieg zu spielen, für nichts, einfach nur um Russland irgendwie noch ein bisschen Schaden zufügen zu können in einem Krieg, der eh durch Verhandlungen enden wird. Einfach nur deswegen, jetzt einen Atomkrieg zu riskieren, da fällt einem wirklich nichts mehr zu ein. Diese Pokerspieler, diese Russisch-Roulette-Spieler, die haben hier die Entscheidungsgewalt über unsere Waffen, über unser Militär. Und auch Atomwaffen sind in Deutschland stationiert. Also auch die, also auch wir wären Angriffsziel. Amerikanische Atomwaffen sind in Deutschland stationiert. Mehr muss man zu diesen Zuständen eigentlich nicht mehr sagen. So ein bisschen an jemanden, der von einem Hochhaus vom 40. Stock herunterspringt und beim Vorbeifliegen am 10. Stock sich denkt, na, ist ja doch alles gut gegangen. Also ich glaube, dass es hier wirklich, oder ich glaube nicht, ich bin fest überzeugt, hier geht es bei der Frage von Krieg und Frieden doch nicht um Fragen, wo man mal eben so ausreizen kann wie in einem Pokerspiel. Was kann man noch machen? Wie weit kann man gehen? Und wann kommt die angedrohte Reaktion oder kommt sie vielleicht auch nie? Sondern ich erwarte von einer besonnenen Bundesregierung, und die SPD plakatiert ja groß Besonnenheit und Frieden in ihrem Wahlkampf, von einer besonnenen Bundesregierung erwarte ich, dass sie unser Land vor diesen Gefahren schützt und dass sie alles dafür tut, dass dieser schreckliche Krieg in der Ukraine sich nicht auf Europa ausweitet, weil diese Gefahr ist natürlich nicht gebannt. Und wenn das geschieht, dann wäre das für uns alle verheerend, denn Russland ist eine Atommacht. Und wenn es einen Krieg zwischen der NATO und Russland gibt, dann wird das sicherlich nicht nur ein konventioneller Krieg sein. Nun wird ja als Begründung angeführt, ja, die Waffen würden ja gebraucht, um die Stellungen der Russen bei Cherson anzugreifen, weil eben von dort ukrainisches Territorium, vor allem auch die Stadt, auch Zivilisten beschossen werden. Die Amerikaner haben auch sehr deutlich gesagt, dass ihre Genehmigung sich ausschließlich auf die russischen Stellungen bei Cherson bezieht. Bei der deutschen Genehmigung ist das nicht so ganz klar gesagt worden. Ich würde da auch gerne mal eine Erklärung des Bundeskanzlers hören, wie weit hier tatsächlich ein Blankoscheck ausgestellt wurde oder auch nicht. Ich möchte in Erinnerung rufen, die Ukraine hat ja mit eigenen Drohnen in den letzten Wochen und Monaten tief in russischem Territorium Ziele attackiert, teilweise militärische Infrastruktur, teilweise auch zivile Infrastruktur, Ölraffinerien. Wollte ich gerade sagen, soweit ich das mitbekommen habe, geht es hier nicht um Cherson, sondern um Charkow. Also da hat Sarah sich gerade eben, glaube ich, versprochen. Cherson ist ja erstmal unter ukrainischer Kontrolle und die andere Seite des Flusses, also auch zur des Flusses Dnepr, die auch zur Oblast Cherson gehört, die greift die Ukraine ja eh schon die ganze Zeit an. Und die Ukraine greift auch schon russisches Gebiet, also Ukraine greift eh russisches Gebiet an. Die Frage ist, inwieweit verwendet sie da auch hochoffiziell westliche Waffen für? Raffinerien, Verkehrsinfrastruktur und vor allem, und das ist das ganz Gefährliche dabei, sie hat, wenn die Meldungen stimmen, aber das scheint so zu sein, 2 Frühwarnsysteme für die strategischen Nuklearstreitkräfte mit Drohnen angegriffen und außer Gefecht gesetzt. Hier muss man sagen, das sind Ziele, die eigentlich mit dem Ukraine-Krieg direkt überhaupt nichts zu tun haben. Die Ukraine hat keine Atomraketen, Das macht die Ukraine seit Kriegsbeginn.
Kurz nachdem Russland das AKW Saporischschja unter seine Kontrolle gebracht hat, hat die Ukraine angefangen, dieses Atomkraftwerk zu Die Ukraine hat kein Problem damit, ein atomares Inferno auszulösen, wenn sie damit Russland irgendwie schaden kann. Auch auf ihrer völkerrechtlich eigenen, auf ihrem eigenen Landesgebiet, was sie für sich beansprucht und auch noch zurückerobern will. Selbst da hat sie kein Problem, ein Atomkraftwerk zu bombardieren. Und zwar nicht einmal aus Versehen, sondern andauernd. Das hat sie 2022 andauernd gemacht, vor kurzem schon wieder. Ja, so ist es auch folgerichtig, dann eine Radarstation für die Atomstreitkräfte anzugreifen. Also die Ukraine nimmt keine Rücksicht auf gar nichts. Nicht auf ukrainische Zivilisten, nicht auf russische Zivilisten und nicht auf Atomanlagen, wo eventuell, ja, wo ein Atomunfall entstehen könnte oder wo es sogar zum Atomkrieg kommen könnte. Also auf all das nimmt die Ukraine keine Rücksicht. Das Regime in Kiew, das hat hier wirklich nur die roten Linien, die es vom Westen gesetzt bekommt. Und wenn der Westen nicht sagt, bis hierhin und nicht weiter, dann hat die Ukraine, also dann sitzt da anscheinend niemand in Kiew, der mal sagen würde, Moment mal, wenn wir das jetzt angreifen, dann kann das auch für uns Konsequenzen haben. Nein, man geht so weit, wie der Westen einem erlaubt, dass man gehen kann. Und deswegen muss der Westen da endlich rote Linien setzen. Deren Anfliegen Russland mit diesem Frühwarnsystem detektieren und melden könnte, sondern hier geht es ja um potenzielle Angriffe durch Interkontinentalraketen. Ich frage mich, was beabsichtigt die Ukraine, wenn sie ein solches Frühwarnsystem beschädigt, das für die geostrategische Stabilität und dafür, dass nicht auch aus Versehen ein Atomkrieg beginnt, elementar wichtig ist. Und ich halte es wirklich für ein Wabonspiel mit der Menschheit, wenn man solche Ziele attackiert. Und ausgerechnet in dieser Situation jetzt zu sagen, also auch mit deutschen Waffen, kann die Ukraine Russland angreifen, kann sie russische Stellungen angreifen, das ist wirklich etwas, da muss man sagen, der Herr Scholz, wenn er solche Entscheidungen fällt, ist ganz sicher kein Friedenskanzler, das ist ja schon lange nicht mehr, sondern er wird zunehmend zu einem Sicherheitsrisiko für Deutschland. Und wir wissen, seit Wochen, seit Monaten fordert die CDU das. Herr Kiesewetter hat ja ganz offen gesagt, wir müssen den Krieg mit deutschen Waffen nach Russland tragen. Auch Herr Merz steht dahinter. Da kann man nicht oft genug sagen, wer den Krieg mit deutschen Waffen nach Russland trägt, der läuft eben auch Gefahr, den Krieg nach Deutschland zu tragen. Wir als BSW wünschen uns mit aller Macht, dass diese Gefahr gebannt wird und dass wir eine Bundesregierung hätten oder irgendwann auch wieder bekommen, die sich hier wirklich verantwortungsvoll im Interesse der Menschen in unserem Land verhält und unsere Sicherheit ins Zentrum stellt. Die Amerikaner sind sehr weit weg. Wenn der Krieg sich hier in Europa ausweitet, wird das Amerika noch lange nicht betreffen. Uns betrifft es unmittelbar und ganz akut. Und diese Angst vor Krieg, die treibt sehr, sehr viele Menschen um. Und wir wünschen uns sehr, dass hier auch nicht zuletzt bei der Europawahl ein klares Signal gesetzt wird, dass diese Kriegspolitik, dieses Wabonspiel, dass das von den Wählerinnen und Wählern nicht unterstützt wird. Haben Sie Fragen? Frau Palzer. Ach, wir sind schon bei den Fragen. Das ging ja schnell. Ja, die lassen wir hier, glaube ich, mal raus. Die hört man ja immer so schlecht. Aber auf jeden Fall richtig. Wir müssen endlich Frieden mit Russland schließen. Und auch, weil es gerade irgendjemand im Chat geschrieben hat, es ist egal, wer in diesem Krieg moralisch im Recht ist. Also wenn hier ein Atomkrieg droht, dann, ja. Also ich wollte gerade sagen, dann ist es egal, ob den Gräbern auf den Gräbern steht, das Völkerrecht hatte nichts dagegen oder nicht. Dann wird niemand mehr da sein, der Gräber anlegen kann. Also das ist eine völlig irrelevante Fragestellung. Also das hier ist keine Sandkastenschlägerei, wo es darum geht, den anderen zu beschuldigen. Das hier ist wirklich ein Spiel mit dem Überleben der Menschheit. Das sollten wir uns klar machen. Das ist zu ernst für solche wirklich lächerlichen Diskussionen. Ja, waren ernste Themen. Attentat auf Michael Stürzenberger, die immer weitergehende, mittlerweile jedes rationale Maß sich von jedem rationalen Maß entfernende Eskalation in der Ukraine und dann die Flutkatastrophe, wo ja Wagenknecht erstmal nur gesagt hat, wir sollten auf Prävention setzen. Da wurde sie ja da wirklich übel angegangen, weil sie gesagt hatten, anstatt jetzt Geld an dieses korrupte Regime in der Ukraine zu überweisen und da Waffen hinzuliefern, sollten wir das Geld vielleicht mal für Hochwasserschutz ausgeben, beispielsweise.
oder für deutsche Rentner oder für unser Bildungssystem oder. Da wurde sie übelst angegangen, die will der Ukraine die Unterstützung streichen, die spielt Opfer gegeneinander aus, bla 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 bla. Nein, sie spielt da nichts gegeneinander aus. Also sie spielt da keine Opfer gegeneinander aus. Sie spielt da ein hochkorruptes Regime, was seine eigene Bevölkerung an einer Front verheizt, in einem Krieg, den es nicht gewinnen kann. Und das große Teile dieses Geldes veruntreut, das man dahin überweist, gegen normalen Hochwasserschutz in Deutschland aus. Und ich finde, Hochwasserschutz, dafür sollten wir das Geld, was wir haben, definitiv eher ausgeben. Aber das ist ja böser, böser Populismus, wenn man sowas sagt. Also die Diskussion in diesem Land, die ist wirklich, ja, jenseits von Gut und Böse mittlerweile. Zum Abschluss nochmal ein Hinweis auf eigener Sache. Auf eigener Sache. Was ist denn heute Abend mit mir los? Ein Hinweis in eigener Sache. Folgt mir bitte auf Rumble, folgt mir bitte auf Odyssey und schaut gerne auf unserem Community-Discord-Server vorbei. Dort gibt es tatsächlich einen aus meiner Community, nämlich Brian der Boss heißt der. Der hat mehrere Shorts von Sarah Wagenknecht erstellt. Das heißt, wenn ihr Shorts von Sarah Wagenknecht haben wollt, dann fragt ihn, schreibt ihn an, ladet die runter und ladet die dann hier auf YouTube hoch oder ladet die auf TikTok hoch oder auf Instagram Reels, wie gesagt. Oder macht aus diesem Video hier von Sarah Wagenknecht selber Shorts, teilt die auf YouTube, auf TikTok und ja, verbreitet die auf jeden Fall weiter, was sie hier vor allem zum radikalen Islam gesagt hat. Das war vollkommen richtig, auch zu Abschiebungen nach Afghanistan. Alles richtig, was sie hier gesagt hat, das sollten wir weiter verbreiten. Teilt dieses Video. Es ist wichtig, dass das BSW jetzt im Wahlkampf noch ein bisschen unterstützt wird, auch bei so ernsten Themen, gerade bei so ernsten Themen. Also man muss sich ja mit solchen Themen beschäftigen. Man kann ja nicht so einen Feel-Good-Wahlkampf machen oder ja, solche Slogans der Waffenindustrie auf seine Plakate drucken oder irgendwelche übergroßen Gesichter von Strack-Zimmermann wie FDP oder Grüne, aber brauche ich jetzt nicht drüber reden, über diese furchtbaren Kampagnen der anderen Parteien. Das BSW kümmert sich um die wichtigen Themen und dementsprechend ist es wichtig, dass solche Videos hier Beachtung finden. Teilt die in eurem Umfeld, teilt die vielleicht auch mit anderen Twitch-Streamern. Wie gesagt, macht Shorts davon, ladet euch das Video hier runter, teilt es überall, wo ihr nur könnt. Es ist wichtig, dass das weiterverbreitet wird.